Hallo Hamburg. Ihr wisst, was jetzt kommt? Na, los? Ja, super, dann mache ich es einfach kurz. Live von der Bühne des Sendezentrums auf dem 33. Chaos Communication Congress in Hamburg. Hier ist die private Verkaufsshow mit angeschlossenem Wetterbericht. Hier ist der Realitätsabgleich mit Tobi Bayer und Holger Klein. Wer redet, ist nicht tot. Freundliches Publikum. Geiles heute. Intro. Lass das mal laut. Hörst du mich gar nicht? Ja, nicht so richtig, das Intro ist so laut. Ja, herzlichen Dank für das Intro. Herzlich willkommen zu jener Sendung, in der Tobias und der Holger sich zusammensetzen, die Realitäten miteinander abgleichen, im sogenannten Realitätsabgleich mit dem Tobias. Oh, das genieße ich gerade mal. Super, ne? Danke. Warte. Mit dem Tobias. Und dem Holger. Guten Tag. Moin. Oh, ich bin schon wieder so verschwitzt. Ja, wenn du auf den letzten Drücker reingerauscht kommst, ist das halt so. Ich war noch Mittagessen im alten Mädchen. Alter. Und wer ist denn aus Hamburg hier? Oh. kennst du das alte Mädchen? Nur dem Namen nach. Also kann ich empfehlen, ist so eine Viertelstunde von hier entfernt. Außer man nimmt die Abkürzung durch Planten und Blumen, dann braucht man ungefähr 25 Minuten. Darum bin ich so verschwitzt. Ja. Wunderbarer Bierladen. Wunderbarer Bierladen. Was ist das? Weiß ich nicht. Ein Zettel zu bekommen. Braun, unauffällig, steuerbefreit. Ah, das ist für mich. Du hast dich eben beschwert, dass hier, dass wir auf den Ja, warum sitzen wir auf den Stühlen und nicht auf dem Sofa? Auf dem Sofa. Soll ich das jetzt gleich erklären oder willst du erst den Kuchen essen? Ich dachte, du nimmst auch ein Stück. Von dem Kuchen? Nee. Ja. Ich habe aber was. Das ist ein Cheesecake, den Sergej gebacken hat. Ah, geil. Ja. Danke, Sergej. Der hat die Tage noch gefragt, ob es denn vielleicht gut ankäme, wenn man am Sendezentrum Cheesecake abgeben würde. Nee, bestimmt nicht. Die essen keine Süßigkeiten. Das sind Nerds, die essen keine Süßigkeiten. Ich glaube nicht, oder? Nein, so, ich würde sagen, ich verteile jetzt mal den Cheesecake. Mach das. Also unter uns. Und ich erkläre, was wir eigentlich machen wollen. Ja, weil ich verstehe das überhaupt nicht. Also du hast das ja ein paar Mal... Das ist auch in der Sendung nicht verstanden. Ne? Nicht wirklich. Was? Also, das Thema der Sendung ist ja Realitätsabgleich eigentlich, aber mittlerweile haben wir uns so gut abgeglichen und die Idee kam, glaube ich, daher, dass wir auf dem letzten, auf dem 32C3, haben wir am Ende der Realitätsabgleichsendung gesprochen, was ist unsere Vorhersage für 2016? Oh. Und ich hatte gesagt, wir werden noch mehr von Angst regiert werden und die Angst wird noch eine noch größere Rolle spielen. Ich habe hier ein Messer, gut. Sonst ist okay. Als bisher getan. Schon. Interessanterweise hat sich das ja schon in der Silvesternacht bestätigt. Was? Dass wir noch mehr von Angst gesteuert regiert. Also ich hatte Silvester keine Angst. Dominiert werden? Nee, aber also direkt danach hatte ich Angst, dass die Rechtspopulisten... Oh. Das machst du gut, Holger. So. Ja, wie auch immer. Zumindest haben wir da halt nur eine Vorhersage gemacht, was denn passieren wird. Und ich dachte, dieses Mal kümmern wir uns ja darüber, was wir eigentlich tun wollen. Nicht im Sinne von gute Vorsätze, sondern im Sinne von, was können wir 2017 anders machen, als wir 2016 gemacht haben, um eben von dieser dystopischen, alles wird noch beschissener, als es eh schon ist, Horrorvision wegzukommen zu einem... Was können wir machen, um die Welt zu verbessern? Ja.
Weltverbesserungsmaßnahmen. Einfach nur ein bisschen die Welt zu verbessern. Kann ja nicht so schwer. Ist das okay, wenn ich da mit dem Daumen drauf zum Hebel, weil ich habe keinen Tortenheber. Wann hast du dir denn zuletzt die Hände gewaschen? Nein. Ich versuche das mal so. Ja, und pfeift hier was? Ja. Hier pfeift was. Hier pfeift was. Das ist der Staubsauger, die machen hier jetzt. Achso, da. Gleich geht's Putzlicht an, dann müssen alle nach Hause. Na gut, und Scheiß Hygiene, scheiß echt. Weil wir beiden da wahrscheinlich zu wenig Ideen für haben, um das irgendwie richtig zu machen. Möchte jemand Cheesecake? Cheesecake? Da gibt er seinen Kuchen weg. Ja. Das ist ja irre, ne? Dachte ich mir, bitten wir doch mal, wir haben jetzt so viele Hörer hier, bitten wir die doch mal mit auf die Bühne. Und da gibt es dieses tolle Format, das auch der Soziopod immer verwendet, habe ich auch in der Firma schon öfter gemacht. Das war das mit dem Fisch, ne? Das heißt Fishbowl. Ja. Soll eigentlich so sein, dass in einem großen Raum in der Mitte ist ein Stuhlkreis, wo ein Stuhl frei ist. Genau, und dann müssen alle drum rumlaufen und wenn die Musik aufhört, bleibt ein Kind übrig und hat gelitten. Nein, muss ein Ball irgendwo hinlegen. Ja. Möchte jemand ein Stück Cheesecake? Ja? Ihr macht die Technik, ihr braucht Cheesecake. Ich glaube schon. Bitte. Haut rein. Ein Stück möchte ich auch haben. Aber ja, aber das, natürlich das Letzte. Nee, das Letzte ist meins. Ach so. Ja, und das funktioniert so, dass dann ein Stuhl ist frei. Bei uns ist es ein Sofa. Und auf dem Sofa darf halt Platz nehmen, wer gerade einen Wortbeitrag liefern möchte. Ja. Und der darf da so lange sitzen bleiben, bis der Nächste kommt. Achso, ich dachte, bis wir seiner überdrüssig sind. Oder ihrer. Oder das. Oder sie einfach wegekeln. Oder sie mit Cheesecake bewerfen. Nee, wer weiß das schon? Wer weiß das schon, was passiert? Zumindest, falls jemand Neues kommt, kann er halt irgendwie so auf die Schulter klopfen und sagen, hast du noch Cheesecake? Nein, dann darf ich auch mal ran. Wirst du diesen Cheesecake jetzt essen, den ich dir gebe, oder wirst du den auch wieder an irgendwelche nachrangigen... Naja. Ja, so ist das Leben. Jetzt hast du Cheesecake. Möchte sonst noch jemand Cheesecake? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee, ist alle. Nicht, tut mir leid. Reicht nicht. Das letzte Stück ist ja für dich. Genau. Achso, für die nur Audio-Zuhörer, es ist ein Dreiviertel. Mir sind alle Gabeln auf den Boden gefallen. Jetzt ist es auch egal, wann ich mir die Finger gewaschen habe, oder? Ist gleich. Ja. Genau. Das heißt, hier geht jetzt gleich die Einladung raus. Kommt ruhig zu uns auf die Bühne. Wir beißen euch nicht. Wir haben ja auch Cheesecake. Nee, wir beißen uns nicht. Nein. Und liefert einen Wortbeitrag. Was werdet ihr 2017 anders machen, um die Welt zu verbessern? Entweder die ganze oder nur eure. Oder den größten Teil, den ihr irgendwie erreichen könnt. Vielleicht habt ihr auch eine Idee, was... Ich habe echt so einen Pfeifen auf dem Ja, das ist ein Staubsaugergeräusch. Nee, das ist Staubsaugergeräusch. Ist das die Seidenstraße? Ist die so laut hier? Gibt's ja gar nicht. Nee, das glaube ich nicht. Echt? Das ist die Seidenstraße, was wir hier hören? Apropos Seidenstraße. Ich habe mich übrigens extra ganz weit weggesetzt von dem Ausgang von der Rohrpost. Falls uns jemand Rohrpost schickt, damit du nicht wieder Kümmerling trinken musst. Ne? Nee, damit du nicht wieder Kümmerling trinken musst. Du bist heute der Seidenstraßen-Administrator. Ach, hast du letztes Mal das arme Schwein, das da immer hin... Ich schwitze doch jetzt schon so. Ja, nun. Dann macht das ja auch nichts mehr. Jetzt geht einer und horcht an der Seidenstraße. Ja. So. Was wirst du denn machen, damit 2017 besser... Ah, das weiß ich noch. Ah, sehr gut. Und, die andere Option ist natürlich, man darf natürlich auch am Realitätsabgleich teilnehmen, wenn man was zu verkaufen hat. Genau. Hat hier irgendjemand was zu verkaufen? Falls jemand ein Fahrrad zu verkaufen hat. Ja, geil, hat er was zu verkaufen. So, da hat auch jemand was zu verkaufen. Echt? Fangen wir doch einfach mal an. Komm mal auf die Bühne. Ja. Du bist dann der erste Fishbowl-Teilnehmer. Herzlich willkommen. Nimm dir mal so ein Ding. Erstmal einen großen Applaus. Genau, man hat die Wahl zwischen einem Headset, das man sich formschön auf den Kopf setzen kann. Genau. Das ist auch ein Handmikrofon. Wenn man sowas nicht auf dem Ohr haben will, hier, dann kann man. Aber dann hast du nachher das Problem, dass so Handmikrofon, da machen die Leute ja immer gerne, dass sie dann so Rockstar-mäßig so direkt dran gehen und da so reinknallen. Das ist dann immer so ein bisschen unangenehm. Also nehmt bitte. Jetzt ist vorbei mit dir. Ja, du kannst mich mal fragen, wenn ich mir das letzte Mal den Mund gewaschen habe. Hallo, wer bist du denn? Hallo, ich bin Petra. Hallo Petra, was hast denn du zu verkaufen? Ein Fahrrad. Und es ist deine Schuld. Es ist wessen Schuld? Meine Schuld? Es ist deine Schuld. Warum? Du hast so viel von den Bromptons geredet. Und jetzt hast du den Brompton gekauft und kannst damit gar nichts anfangen? Nee, umgekehrt. Jetzt habe ich einen Brompton, jetzt kann ich mit dem alten Fahrrad nichts mehr anfangen. Was ist denn das alte Fahrrad für ein Fahrrad? Das ist ein Cannondale. Mhm. Und zwar so, es hat den klingenden Namen Urban Vintage Female. Urban Vintage Female. Ja. Das steht normalerweise auf T-Shirts drauf und so. Urban Vintage Female Camp.
Er ist auch hübsch anzusehen, also ganz schwarz mit Ledergriffen und mit Ledersattel und hat auch eine schöne, ordentliche Gangschaltung, also Nabenschaltung, 8 Gänge. Aber das Problem ist, sie passt nicht zu mir ergonomisch. Also, das ganze Fahrrad nicht? Ja. Also schon mal versucht, irgendwie ein anderes, also das Problem hatte ich auch schon. Also da habe ich mir halt einen anderen Vorbau, anderen Lenker, Sattel anders eingestellt und so. Hast du das mal versucht? Also ich habe den Vorbau anders eingestellt und so. Aber als ich dann gemerkt habe, wie gut mir das Brompton passt, habe ich gemerkt, da muss ich so viel austauschen, damit das wirklich passt. Ich lasse das einfach. Ich habe jetzt das Brompton. Was für Distanzen fährst du mit dem Brompton? Weil ich habe ja so, also ich finde Brompton auch geil und bis 10 Kilometer nehme ich das gerne. Mhm. Aber danach wird es irgendwie ein bisschen, finde ich, unkomfortabel. Ja, also ist auch so die Distanz, die ich damit fahre normalerweise. Okay. Und das Problem ist halt bei dem anderen, also ich merke halt nach und nach, der passt gar nicht. Das hat schon einen wundervollen Ledersattel, der aber irgendwie nicht zu meiner Anatomie passt. Also ich werde gerade leiser. Stört das Sie oder? Okay. Und also ich bräuchte einen etwas anders geformten Sattel und ich bräuchte einen anders geformten Lenker und ich bräuchte eigentlich eine andere Distanz von Lenker zu Sattel und eigentlich bräuchte ich eine andere Länge der Tretkurbeln. Und wenn ich das also alles so aufaddiere, denke ich, vielleicht brauche ich einfach dieses Fahrrad nicht. Ja. Ja, genau. Was hat denn das für eine wie heißt das? Rahmengröße? Nee, das und Laufrad. Farbe? Wie heißt das noch? Farbe? Farbe. Also, 28 Zoll. Farbe heißt schwarz. Mhm. Und Rahmenhöhe 48 Zentimeter. Mhm. Okay, das ist klein. Ja, klar. Also ich kann es leider nicht fahren. Nee, ich auch nicht. Also ich brauche 58. Ja, es ist, also wie gesagt, von der Sitzhöhe ist es für mich okay. Und ich glaube, am besten passt es für jemanden, der entweder komplett aufrecht sitzen will oder für jemanden, der gerne noch kleiner ist als ich, also unter 1,60. Ist das mit Durchstieg oder hat das ganz normal? Okay. Also ein, wie hieß es, Cannondale Urban Vintage Female 48 Zentimeter. Genau. Und was soll das kosten? Oh, ich wäre schon... Warte, wir machen das anders. Was bietet ihr denn freiwillig? Genau. Wer sagt 100? Ah, da ist eine Meldung für 100. Wer sagt 120? Also 100 kostet allein schon die Lampe, die vorne dran ist, um das mal so zu sagen. Okay, wer will die Lampe für 100? Gut, also falls du lässt deine E-Mail-Adresse einfach bei uns und falls sich jemand meldet für dieses Fahrrad, verbinden wir euch. Aber okay. Du hast noch gar nicht gesagt, was du dafür haben willst. Ist natürlich immer schwer, selber zu sagen, was man kriegt, weil dann kriegt man immer nicht das, was man will. Aber also ich glaube, über Geld müssen wir gar nicht so reden. Also nein, das haben wir einfach. Es wird sich ein vernünftiger Preis finden. Und irgendwer bietet dann halt irgendwie 10 Euro unter dem, was es auf eBay kostet. Genau. Oder so. Was ich ja geil finde, wäre, wenn wir irgendwie so ein Tool hätten. Vielleicht kann uns das einer hier sollen ja so Leute sein, die mit Computern können. So ein Tool programmieren, sodass wir also praktisch so unser eigenes kleines Verkaufsding sie auf der Webseite, weißt du? Dass man also seine Sachen anbieten kann. Du möchtest ein eigenes eBay bauen. Genau. Tobi-Bay. Viel spannender als die Frage, was soll das Fahrrad kosten, ist ja die Frage, was brauchst du dafür? Also wie viel Geld brauchst du dafür? Das ist genau der Fehler in Gehaltsverhandlungen. Ne? Mhm. Dem Chef sagen, nö, also ich brauche ja nur einen Tausender zum Leben. Ne? Ja. Also ich will es mal so formulieren. Ich bin aber Studentin, ich kriege kein BAföG mehr. Genau. Ich habe noch keinen Job für nach dem Studium. Also ich brauche alles, was ich kriegen kann. Ja, also das hat schon... Je nachdem, wer das Fahrrad haben möchte, vielleicht hat er einfach ganz viel und sagt, hier hast du 2.000. Ja? So. Was hat es denn gekostet? Fragen wir mal so, weißt du das noch? Mit allem drum und dran ungefähr 1.500. Okay. Und ja, wie alt ist 2.000 noch fair? Gut eingefahren? Ist gut eingefahren, ja, ist die 2009er Version davon. Und ich glaube, danach gab es das auch nicht mehr. Also dieses Modell. Mhm. Oh, das ist ein nee, gar nicht mal ein Jahr später. Rarität. Ein bisschen, ja. Ja, cool. Was? Ich habe einen Zettel bekommen. Ja, zeig mal, was ist das für ein Zettel? Artikel und E-Mail-Adresse. Ja. Falls sich jemand meldet wegen des Fahrrads. Klar. Hast du dir denn auch Gedanken darüber gemacht, wie du 2017 zu einem besseren Jahr als 2000... Was war doch gar nicht so schlecht. Nee, war ja gar nicht. Aber trotzdem wählen Menschen AfD. Und das ist doch ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft. Naja, für die Menschen, die AfD wählen. Wir gehören aber zu dieser Gesellschaft. Nein, ich habe mit denen nichts zu tun. Ja, hast du auch einen Weltverbesserungsvorschlag? Vorschlag für alle oder für mich? Naja, du kannst nur das tun, was du tun kannst. Ja. Also was die Gesellschaft tun sollte, kann man sich natürlich ausdenken, aber wie bringst du sie dazu? Und das kannst nur du machen. Also ich glaube, ich schluck öfter mal so ein bisschen Ärger runter und bin nett, auch wenn ich einen Scheißtag habe. Aber das ist doch super. Ist das, was du vorhast und was du dieses Jahr nicht gemacht hast? Oder? Also ich habe dieses Jahr gemerkt, dass ich öfter mal
ein bisschen ranzig drauf war, sagen wir es mal so. Und was macht dich ranzig? Also warum ranzig drauf? Wegen des Weltgeschehens oder allgemein? So, und ich habe einfach das Gefühl, ich verstärke mir, also es gibt ja diese sogenannte Plastizität des Gehirns, das heißt, je mehr man gewisse Gedanken und Gefühle unterstützt, umso mehr denkt und fühlt man sie auch. Und ich dachte mir, ich versuche mal diesen Kreislauf zu durchbrechen und auch wenn ich mal keinen Grund ist, versuche ich mal einfach glücklich zu sein und ein bisschen in die Welt zu lächeln. Übrigens verhaften wir dich hier so lange, bis jemand Neues aufs Sofa kommt. Genau, möchtest du ein Stück Cheesecake? Die Einladung ist weiterhin gegeben, es ist ja auch genug Platz auf dem Sofa für zwei. Also ich wollte auch immer schon mal in der Weisheit ins Mikro schmatzen. In der Weisheit? Ja, oder hättest du gestern hingehen müssen, so jetzt sind wir beleidigt. Entschuldigung, nee, gar nicht, weil... Du kannst gehen, Petra. Ja, du kannst jetzt gehen, Petra. Ja, jetzt kann ich... Ja, nein, gar nicht, weil ich wollte hier... Nee, eigentlich wollte ich bei NSFW ins Mikro schmatzen, aber das geht ja nicht und jetzt bin ich bei euch und ich wollte immer am Ende Mikro schmatzen. Eigentlich wollte sie in NSFW ins Mikro schmatzen, darum ist sie zur Weisheit gekommen. Weil das genau, und dann habe ich meinen Fehler gemerkt und deshalb bin ich jetzt hier. Gut. 2017 wird das aber dann besser, ne? Ich hoffe. Das habe ich ja, ich habe das ja dieses Jahr schon gehabt. Also ich habe irgendwann Anfang des Jahres 2016 gedacht, dass diese ganze zur Schau getragene, sag mal, das Logo hättet auch in einer besseren Auflösung gegeben, warum habt ihr nichts gesagt? Dass diese ganze zur Schau getragene Gehässigkeit, die man so gerne auf Twitter mal kübelt, weißt du, so irgendwie Leute blöd anblaffen und sowas. Mach ich gar nicht. Machst du das? Ich habe das jahrelang gemacht. Und irgendwie habe ich Ende letzten Jahres, witzigerweise auch hier so im während des Kongresses irgendwie, letztes Jahr, gedacht, das ist eigentlich völlig wertlos, das zu machen. Also gelegentlich gehen mit mir die Pferde dann nochmal durch, weil ich mich da über Jahrzehnte dran gewöhnt habe, ständig Gehässigkeiten irgendwo hinzukübeln. aber das habe ich tatsächlich geschafft, 2016 weitestgehend zurückzufahren, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie die Leute, die mir auf Twitter folgen und diese Sendung hören, das sehen. Also du kannst mal sagen, ich da irgendwie nicht netter zu mir. Ich folge dir gar nicht. Oder ich lese keinen Twitter. Ich weiß es nicht. Also ich höre die Sendung ja auch nicht, in denen du bist. Du hörst nicht, was der hast Weisheit. Du gesagt? Okay, Petra, vielen Dank für deinen Beitrag. Ja, vielen Dank. Großen Applaus und bitte nimm dir noch ein Stück Kuchen. Nimm dir noch ein Stück, genau. Nimm dir ein Stück Cheesecake, setz das Headset wieder auf und schmatze ins Mikrofon, damit du wenigstens mal. Genau. Wir würden den Mitschnitt dann und sobald da ist eine weitere Person kommt, einfach auf die Bühne kommen, hinten. Ja, da sitzt schon einer, genau. Und den muss ja auch irgendwann irgendwer wegjagen. Also stellt euch ruhig hinten an und klopft mir auf die Schulter und dann geht das da irgendwie weiter. Hallo, wer bist du? Ich bin Vincent und ich habe zurzeit momentan hier die Überbleibsel eines Chunk-Workshops. Chunk-Workshop? Also das ein ist auch Paket so. Könnt ihr jungen Leute euch nicht einfach hinsetzen und einen saufen? Muss das immer irgendwie in so einen Kontext sein? Keine Ahnung, also das geht auch mit ohne Chunk, das geht auch mit jeglichem Alkohol eigentlich. So, wie geht denn eigentlich Chunk? Chunk geht, man packt Rohrzucker rein, man packt Eis drauf, nee, davor Limetten ausquetschen, dann Eis drauf, dann Limetten rein, dann kommt Rum rein und dann Mate drauf und wenn man zu wenig Mate hat, kommt mehr Rum rein. Das ist eine gute Regel. Wenn man zu wenig Mate hat, mehr Rum rein. Genau. Also ich habe hier noch auf jeden Fall, ich glaube, das sind 500 Gramm Rohrzucker abzugeben. Ist das Bio? Keine Ahnung. Unraffiniert. Das ist aber raffiniert. Das ist eben nicht raffiniert. Nein, das ist brauner Rohrzucker vom Süßen von Backwaren, Speisen und Getränken. Also für Chunk geeignet. Das sind Getränke. Wer braucht Rohrzucker? Und nicht wie defektes Motorola da möchte jemand Moto Rohrzucker G2. Kaufen. Was bietest du? Was bietest du? Ein Euro? Ein Euro. Okay, wer bietet zwei? Was? Ja, jetzt wird doch hier versteigert, oder? Habe ich die Sendung nicht verstanden, aber ich habe die sowieso nicht verstanden. Nee, hast du auch nicht. Ich auch nicht. Ja, sie auch nicht verstanden. Ah, da kommt irgendwas an. Oder auch nicht, oder doch? Vorbeigeflogen. War nicht für uns. Seit wann funktioniert eigentlich die Seidenstraße? Seit immer. Echt? Ja. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass am ersten Tag das Ding nicht funktioniert hat. Da hinten schreit jemand rum. Wenn du sprechen möchtest, komm auf die Bühne und nimm dir ein Mikrofon. Hier hast du ein Mikrofon. Oder schweig für immer. Mein Lippenstift ist nicht über die Seidenstraße angekommen. Der ist weg. Also wenn jemand einen Lippenstift findet... Im Eingang des Engelsystems lag vorhin noch einer. Das war so ein Oranger mit so einer Rot. Aber danke. Bitteschön. Na gut. So, das mit dem Rohrzucker, das scheint auch nicht so gut zu laufen hier. Also Süßspeise ist nichts für mich. Man könnte den Rohrzucker durch die Seidenstraße verschicken, oder? Alternativ hätte ich hier noch ein altes Motorola Moto G2. Ich weiß nicht, wie defekt das ist. Da ist vor einem Jahr mal ein Defektaufkleber drauf gelandet. Weißt du denn wenigstens, wem es gehört? Mir. Ah, okay. Also bald vielleicht nicht mehr. Ich würde sagen, wenn er gefunden hat. Okay, und was willst du dafür haben?
Und eine Packung Rohrohrzucker. Noch eine Packung. Den habe ich schon. So, das ja. Mit, also mit den Verkäufen, das kommt nicht so läuft gut nicht an. Ganz, wobei, da war doch eben jemand interessiert am Rohrohrzucker. Wer war denn das? Wo ist denn... Da soll er einfach mal den entsprechenden Betrag... Nee, was war, willst du denn haben für den Rohrohrzucker? Das ist mir scheißegal. Ich ist weiß noch egal. Nicht mal, wer, was ich dafür man, bezahlt habe. Man bringe einen beliebigen so. Betrag und hole sich Rohrohrzucker ab. Genau. Aber so, solange bis das Geld da ist, kannst du ja noch erklären, was du 2017 genau. anders machst. Und die mehr Chunk. Mehr Chunk machst du. Mehr Chunk. Und inwiefern macht das dann die Welt besser? In dem Fall, insofern, dass alle besoffen sind und so, dass genau. dann sich alle besser verstehen. Mehr Schläge, genau, weil besoffen verstehen sich ja alle so super. Ne? Also zumindest... also zumindest hier verstehen sich alle besoffen super. Hm. Na, hier verstehen gab's, sich aber gab's auch eigentlich jemals super, eine Kongressschlägerei? Sicherlich. Können wir mal irgendwann. Ja, nicht unter uns. Wenn, dann müssen wir irgendwie hier irgendwie Schwächere vermoppen. Wir können doch nicht, bist du irre? Du bist doch schwächer als ich. Das wollen wir ja mal sehen. Dafür kann ich mehr einstecken. Das mag sein. Besser gepolstert. Also mehr Chunk zur Weltverbesserung. Vielen genau. Dank für deinen Beitrag. Bitteschön. Danke, Vincent. Danke, Vincent. Falls also jemand ein Motorola mit Aufkleber haben will oder Rohrohrzucker, sag genau. Bescheid. Wer bist denn du? Und dein Mikrofon ist noch nicht an. Einen Moment. Junge ohne Mikrofon. Bestimmt ist es gleich. Jetzt ist es an. Also ich bin Thomas. Ich habe was anzubieten, ja, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Ja. Ihr wart vorhin bei Wählen und ich arbeite mit dem Bündnis Grundeinkommen daran, zur Bundestagswahl nächstes Jahr das bedingungslose Grundeinkommen wählbar zu machen. Ähnlich wie in der Schweiz dieses Jahr, die eine Volksabstimmung hatten. Das ist in Deutschland nicht möglich. Aber wir wollen zumindest im Rahmen der Bundestagswahl das Grundeinkommen zur Wahl stellen und die Möglichkeit bieten, dass man sich aktiv fürs Grundeinkommen entscheiden kann. Das ist ja spannend. Wie macht ihr das? Macht ihr eine Partei? Oder? Genau, die Partei ist gegründet worden im September in München und im Moment entstehen überall die Landesverbände. Es sind jetzt, meine ich, 6 gegründet. Es folgen weitere im Januar und ich denke, im Februar haben wir dann in allen 16 Bundesländern Landesverbände und brauchen dann in jedem Bundesland ca. 2000 Unterstützerunterschriften, die die Idee eben auch gut finden und sagen, ja, macht das, wir unterstützen euch dabei. Aber dann bist du mit einer Ein-Themen-Partei auf der Liste. Die Wahrscheinlichkeit, dass du mit einem Thema gewählt wirst, ist, wenn du jetzt nicht gerade die AfD bist, ist die... Oder die Grünen waren doch auch eine Ein-Themen-Partei. Anfangs? Ja, Umwelt? Nee, ja, Umweltschutz, aber das greift ja überall ein. Das ist ja letztlich ist ja auch Wirtschaftspolitik, Umweltschutz und so. Also, ja, aber das Grundeinkommen genau. greift doch auch überall ein. Habt ihr denn schon irgendwie eine, weiß ich nicht, so ein größeres oder weitergehendes Programm im Hintergrund, also in der Hinterhand, dass ihr sagen könnt, okay, wir haben übrigens auch was für die Rente, wir haben übrigens auch was für die Wirtschaft, wir haben auch was, oder seid ihr erstmal nur fixiert darauf zu sagen, wir wollen ein Kreuz beim Grundeinkommen machen lassen können? Erstmal geht es darum, tatsächlich das Grundeinkommen zu wählen, zu sagen, ja, wir als Gesellschaft wollen uns ein Grundeinkommen geben. Das Grundeinkommen hat aber eben auch tatsächlich übergreifende Punkte. Du sprachst von Rente. Ja. Mit einem Grundeinkommen erübrigt sich eventuell die Rente. Ja, aber wir haben ja noch andere Sachen, die politisch vielleicht auch gelöst werden müssen. Solche Dinge wie Verteilungspolitik genau. und sowas alles. Das gibt es bei euch noch nicht? Nein. Okay. Es würde auch die Wahl verfälschen. Es ist, wie gesagt, angelegt, um so ein bisschen auch die Volksabstimmung zu umgehen als Systemhack. Mhm. Um zu sagen, das Grundeinkommen ist hier wählbar. Und ein weiteres Thema würde dann eben diese Willensbildung auch verwässern. Aber ich verstehe das schon richtig. Das ist im Grunde ist das ein PR-Hack. Also ihr wollt mit dem Grundeinkommen auf diesen Wahlzettel drauf. Also ihr geht nicht davon aus, dass ihr dann irgendwann in, weiß ich nicht, mit 25% irgendwie der Juniorpartner der nächsten Bundesregierung seid oder so. Was natürlich auch sehr krass wäre. Also, ja, aber das Ziel ist, das Grundeinkommen auf 45 Millionen Wahlzettel zu bringen, ja. Ja. Das ist aber nicht schlecht. Ich meine, jeder weiß es, ich bin großer Fan vom Grundeinkommen. Ich habe das schon oft genug in der Sendung erzählt. Es gibt aber durchaus noch eine ganze Ecke von Punkten, die mir fehlen. Ne? Grundeinkommen ist, glaube ich, wirklich eine sinnvolle Sache, um den Menschen die Angst zu nehmen, in Armut abzurutschen und ihnen die Möglichkeit zu geben, an der Gesellschaft und kulturell Teilhabe zu gewinnen. Ich glaube aber, es reicht nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass eine Partei, die das Grundeinkommen propagiert und als zentralen Bestandteil ihrer Politik versteht, noch drüber hinausgehen muss. Und heute Morgen bin ich mit meiner Frau spazieren gegangen. Herrlicher Sonnenschein, großartig. Karkensdorf kann ich immer doll empfehlen. Das ist in der Nähe von Sprötze. In der Nähe von Buchholz. Und da sind wir drauf gekommen, beziehungsweise haben wir gesagt, was fehlt denn noch? Und es fehlt halt... jetzt fehlt mir das Wort. Also mir fehlt das Wort, aber der Gesellschaft fehlt halt
zusammenrücken, das gemeinsam Solidarität. Dinge, Solidarität, aber auch gemeinsam Dinge bewirken. Und ich hatte dann irgendwie jetzt auf der Fahrt hierher die Idee, vielleicht sollte man das Grundeinkommen eben doch nicht bedingungslos machen, sondern vielleicht sollte man durchaus das Grundeinkommen jedem geben. Aber es gab ja früher mal die Wehrpflicht. Ja, jeder junge Mann, ich weiß gar nicht, gab es irgendwann Wehrpflicht für Frauen? Ich weiß es gar nicht. Es gab für Frauen die Möglichkeit, sich zu beteiligen und auch ein soziales Jahr zu machen oder alles Mögliche. Gibt es mittlerweile für Männer auch und die Wehrpflicht gibt es ja nicht mehr. Aber vielleicht müsste man wieder so etwas wie eine Zivilpflicht einführen. Die, Dienstpflicht. Die allen Menschen, die jetzt in dieser Gesellschaft leben, quasi, ob sie jetzt wollen oder nicht, dazu bringen, an der Gesellschaft Teilhabe zu erbringen. Also, das wäre aber wieder so eine implizite Form der Zwangsarbeit, die wir jetzt schon haben. Nein, das ist keine Arbeit, die erbracht werden muss, um einen Gewinn zu erwirtschaften, sondern soziale Arbeit, um zum Beispiel Angst vor Ausländern zu verlieren, Angst vor dem Islam zu verlieren, Angst vor anderen zu verlieren. Ja, aber was ist, wenn ich jemand bin, der das nicht möchte? Zwangs über den Tellerrand Schauung. Aber was ist mit denen, die das nicht möchten? Also ich muss doch auch irgendwie die mitnehmen. Also entweder ich sage, ich mache ein Grundeinkommen und ich mache das für alle. Ja. Und dann muss ich das auch denen gewähren, die sich da nicht in dieser Form dran beteiligen wollen. Und vor allen Dingen, dann hast du hinterher noch das Problem obendrauf, wer bestimmt eigentlich, was eine hinreichende soziale Arbeit fürs Grundeinkommen ist und was nicht? Also wenn du sagst, ja, ich bringe jungen Leuten das Hacken bei, kann ja sein, dass irgendwie irgendein Beamter im zuständigen, was weiß ich was, sagt, nö, das ist keine soziale Arbeit, das ist ja Hobby. Es gibt ja genug Dinge, die getan werden müssen. Ich glaube, da kann man das Spektrum ziemlich weit machen. So, und das Wichtigste ist ja, dass man irgendwie mal aus der eigenen Komfortzone leicht rausgedrängt wird, natürlich nicht komplett, aber eben auch mal über den Tellerrand hinausschaut und Berührungsängste verliert. Ist zumindest ein Aspekt, der mir noch gefehlt hat. Da glaube ich einfach, dass auch mit dieser Absicherung einfach so viel Freiraum dann für die Menschen in der Gesellschaft entsteht, dass dieses Zusammenrücken und Zusammenarbeiten erst ermöglicht. Das denke ich auch. Also ich bin kein großer Freund vom Grundeinkommen. Irgendwas schmeckt mir daran nicht. Ich weiß leider nicht, was es ist. Also irgendwas ist, ich habe noch nicht rausgefunden. Also ich denke da seit Jahren drüber nach, aber irgendwas stört mich daran. Und es ist sicherlich nicht, dass dann keiner mehr arbeiten geht, weil das ist Blödsinn. Aber ja, wenn ein Grundeinkommen, dann denke ich, dass es genau den Effekt hat. Also dass genau das die Solidarität in die Gesellschaft zurückbringt. Weil wären wir eine solidarische Gesellschaft, bräuchten wir auch kein Grundeinkommen. Vielleicht darf ich dich einladen. Am 7. 8. Januar haben wir in Berlin ein Vernetzungstreffen. Mhm. Der Enno Schmidt, der die Volksabstimmung in der Schweiz organisiert hat, und der Professor Dr. Sascha Liebermann werden auch da sein. Vielleicht würde ich auch Gesprächspartner. Ja, herzlich willkommen. Ja, muss ich mal gucken. Ich weiß leider nicht, ob ich da Zeit habe. Okay. Danke dir. Gerne. Danke, Thomas. Ciao. Hast du noch was zu verkaufen? Ach so, hast du was zu verkaufen? Nein, ich habe nichts zu verkaufen. Okay. Danke. Oh, danke. Außer Grundeinkommen. Kein überflüssiges Krams. Sehr gut. Was haben wir denn? Wir haben ein Fahrrad. Also ich meine, immerhin ein Fahrrad, wir haben Rohrzucker und wir hatten ein Handy. Na genau, ist doch schon, das ist aber auch kaputt. Steht zumindest defekt drauf. Steht zumindest drauf, ja. Ob das defekt ist, weiß man nicht. Wir haben einen neuen Gast auf der Bühne. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ich bin Michi. Ich habe nichts zu verkaufen. Willkommen. Hallo, Michi hat nichts zu verkaufen. Oh. Nee, ich möchte auch über 2017 sprechen. Ja. Holgi, du hattest gerade Twitter angesprochen. Und ja, wir haben hier sehr, sehr viele Leute, die ihre Meinung über Twitter verbreiten. Und wer macht das? Mal Hand hoch. Ist hier jemand auf Twitter? Ach komm, gab bestimmt niemand. Doch, da, okay, ist, da hinten habe ich jemanden gesehen. Und wer macht's auf Facebook? Das sind immerhin weniger. Ich möchte die Leute ermutigen, dass sie nicht nur auf Twitter ihre Meinung sagen, sondern halt auch wirklich aus ihrer Filterbubble raus und auch vielleicht sogar in die Politik gehen. Die Parteien würden sich bestimmt freuen über mehr Leute, die sich engagieren. Und ich glaube, dass jeder so seinen Teil dazu beitragen kann, dass es 2017 besser wird. Also auch nicht nur jetzt im großen Denken, sondern auch für sich selber so ein bisschen im Kleinen, dass man aus seiner Filterbubble, aus Twitter rausgeht, sich dann doch mal anmeldet und Kommunalpolitik anfängt und dann da weitermacht. Das ist ja eigentlich genau das, was ich eben gesagt habe. Genau dein Thema, ne? Teilhabe am realen Leben, an der Gesellschaft, irgendwie rausgehen und machen. Ich höre halt ganz oft, dass viele sagen, ach, das bisschen, was ich da mache, das nützt doch gar nichts. Zwangskommunalpolitik sozusagen. Das wäre doch gut. Das ist eine super Idee. Du kriegst nur ein Grundeinkommen, wenn du in eine Partei eintrittst. Ich glaube, Zwang, wir brauchen gar keinen Zwang. Und dann gucken wir mal in Dresden. Ich glaube, Zwang, ich weiß nicht, Zwang hilft da, glaube ich, nicht, weil dann machen die Leute das nicht gerne, sondern dann ist es halt so gemusst, also müssen sie es halt tun.
Man sind nicht mit dem Herzen dabei. Aber es gibt doch eh Zwang. Also wir müssen doch eh miteinander kommunizieren. Also wir beide nicht, also wir tun das jetzt gerade gerne so, aber also man kann sich ja nicht komplett einigeln und nur in seiner Wohnung sein. Man muss ja zumindest einen Account bei Amazon haben, um sich Gemüse zu bestellen. Kann man schon. Also zumindest sehe ich das auch oft, dass das viele tun. Aber viele, die hier sind, tun das ja nicht. Die sind ja schon kommunikativ und wollen ja gerne nach vorne. Und die würde ich jetzt gerne erreichen und ermutigen, dass sie dann sich doch noch eine Partei suchen und dann halt rausgehen. Und warum glaubst du, dass gerade die politische Aktivität innerhalb einer Partei das ist, was uns als Gesellschaft nach vorne bringt? Es ist ein Weg. Aber es ist zumindest etwas, was wir vielleicht der AfD entgegenstellen können. Also dass wir sagen, okay, ich bin jetzt doch aufgrund der Entwicklung in 2016 bereit, doch mehr zu tun und gehe 2017 selber nach vorne. Und das ist am Ende die einzige Möglichkeit. Das ist der einzige Prozess, der dazu führt, dass sich gesamtgesellschaftlich was ändert. Weil Gesetze werden hier immer noch in Parlamenten gemacht. Und wenn du in die Parlamente irgendwie Ideen reintragen willst, kannst du natürlich darauf hoffen, dass deine Nichtregierungsorganisation oder was auch immer du machst, einen hinreichenden Hebel hat, um Parteien in Bewegung zu setzen. Aber am einfachsten dürfte es halt immer noch sein, wenn du in eine Partei gehst und in dieser Partei versuchst, was zu bewegen. Das glaube ich auch. Also das Problem ist, wenn man dann noch eine eigene Partei gründet, da muss man das erstmal aufbauen. Und dann droht das ganz schnell wieder zu scheitern, weil dann immer wieder Leute noch so Machtkämpfe führen. Ja, außer du bist eine Nazi-Partei, dann funktioniert ganz gut. Ne? Ja, aber das wollen wir ja nicht. Also ich finde das beeindruckend, was mein Vorredner gesagt hat und auch deren Projekt finde ich beeindruckend, aber ich glaube, dass es halt für jeden auch noch schon eine der etablierten Parteien gibt, also dass man da Kompromisse machen kann, muss man ja auch und dass man da was findet, wo man sich selber engagieren kann und vielleicht, wenn man Lust hat, kann man sich weiter nach oben aufbauen und mitmachen und sich einbringen. Machst du das? Also bist du Parteimitglied und arbeitest dann? Nein, ich bin nicht in der Partei. Also ich überlege aber, das auch zu machen. Aber ich bin gesellschaftlich ehrenamtlich aktiv. Also insofern. Immerhin. Und das macht auch mir sehr viel Spaß. Es gibt einem selbst auch viel, das zu tun. Was machst du? Ich bin in der GWP. Gesellschaft für wissenschaftliche Untersuchung von Parawissenschaften. Genau, ich mache eher so die skeptische Arbeit und möchte halt das wissenschaftliche Denken in der Gesellschaft stärken. Ich glaube, das hat 2016 hat gezeigt, dass das oft fehlt. Ich möchte Naturwissenschaften so in die Gesellschaft bringen, dass es jeder versteht, dass jeder andocken kann und dass jeder Lust hat, das auch zu machen. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass ihr hier Esoterik-Limonade trinkt, wenn ihr hier Limo kauft? Das, ist ein Strich auf dem Barcode? Ist Strich, ja, ein Strich auf dem Barcode, wegen der Strahlen. Diese Orangen-Limonade, das ist mir auch aufgefallen. Im CCC habe ich die damit auch schon aufgezogen. Wunderbar. Jetzt wollte ich gerade noch irgendwas Sinnvolles sagen. Du kommst mit deiner Limo. Komme ich wieder mit irgendwas Unsinnigem. Ne? Ja. Warum? Nee, genau. Die Frage wäre, warum gibt es keine Partei, die im Moment auf Vernunft und Wissenschaft setzt? Sondern Frau Merkel stellt sich hin und sagt, wir sind jetzt im postfaktischen Zeitalter angekommen. Oder hat sie das gesagt? Ich glaube. Irgendwoher sagen das. Im Moment alle, das und ist ja gerade so ein Buzz. Hört auch wieder auf in einem Vierteljahr. Ich habe das nicht gehört, dass Merkel das gesagt hat. Ich glaube, sie hat das halt nur mal so festgestellt. Also aber nicht im Sinne von, dass sie das jetzt vertritt. Also ja, gut findet das, glaube ich, keiner. Also das wollte ich damit sagen, dass sie das jetzt nicht gut. Es ist im Moment, glaube ich, nicht so populär, weil die Menschen sehr stark auf ihren Emotionen vertrauen. Und Angst ist halt etwas, ihr habt ja es eben auch schon gesagt, Angst ist etwas, was die Leute im Moment sehr stark treibt. Das ist eine Emotion. Und da kann man halt nicht so mit, ich habe jetzt hier so eine Studie, die sagt aber was ganz anderes, entgegenkommen. Also viele Leute fehlt da so der Bezug dann. Die müssen da irgendwie anders abgeholt werden. Ich denke auch, dass die Menschen auf emotionaler Ebene abgeholt werden müssen. Aber wenn man sie dann trotzdem hinbringen möchte zum wissenschaftlichen, kritischen, analytischen Denken, was dann das Handeln bestimmen soll, dann landest du im Zweifelsfall halt auch ganz schnell in der Technokratie. Ne? Das willst du vielleicht gar nicht. Du willst, was du willst, ist, dass wir uns darauf einigen können, dass die Basis, über die wir uns eine Meinung bilden, also unsere Prämissen, dass die wissenschaftlich sauber sind und nicht irgendwie aus irgendwie zusammengewünschelt sind oder irgendwelche, keine Ahnung, völkischen Ideale, die es auch vor 80 Jahren noch nicht gab, beschworen werden. Das willst du vielleicht nicht, aber spätestens, wenn wir uns darüber geeinigt haben, dass die Sache, über die wir reden, auch tatsächlich existiert, glaube ich, musst du jedem zugestehen, dann wieder sich von seinen Gefühlen leiten zu lassen, wie er diese Sache beurteilt. Und in dem Moment, wo du hingehst und sagst, okay, wir versuchen eine, was hättest du halt so eine Ingenieursregierung irgendwie, ne? So ein geregelt, klar geregeltes Input-Output-System. Und ich glaube, dass das hat ganz schnell was Faschistoides auch. Also weil es nämlich gnadenlos wird. Ich weiß es nicht.
Also das wird notwendigerweise gnadenlos, weil es lässt ja ein bestimmter Input nur einen bestimmten Output zu. Aber es ist ja nicht so, dass die Wissenschaft schon alles beschreiben kann. Ja, natürlich nicht. Mit der Vernunft noch nicht alles durch. Nie können. Wird sie auch nicht können. Nee, genau. Und deswegen. Ja, aber was sind die Dinge, über die wir im Alltag verhandeln? Also wir verhandeln ja nicht über dunkle Materie oder sowas, sondern wir verhandeln ja eigentlich über Newtonsche Physik. Also wenn wir irgendwas anpacken und irgendwas regeln wollen, dann ist das Newtonsche Physik und die ist weitgehend verstanden. Und darum sage ich dieses Bild mit dem Input und dem Output. Also wenn du legst einen Schalter um und der hat genau eine definierte Wirkung. Jetzt kann es aber sein, dass du da ein Individuum hast, das ganz andere Bedürfnisse hat, weil er halt ein abes Bein hat oder sowas. Darum kannst du halt nicht zwingen, zwei Paar Schuhe zu kaufen, weil es ja normal ist, zwei Paar Schuhe zu kaufen. Also du musst halt auch immer die Ausnahmen. Richtig, genau. Und damit hast du schon begründet, warum Wissenschaft eben nicht, also du kannst eben für die gesellschaftlichen Herausforderungen kannst du eben nicht mit einer wissenschaftlichen Richtig. Ansatz und dieses Technokrat, das kann uns halt gar nicht geben. Doch hier, aber auch nur hier. Vielleicht. Michi, sag mir doch mal, was ich jetzt nächstes Jahr bei der Bundestagswahl wählen soll. Es wäre ein bisschen anmaßend, das jetzt so einfach irgendwie... Was willst du denn? Verrätst du es? Das geht keinen was an. Würde ich jetzt auch ungern. Nö, das musst du nicht verraten. Vor allem, natürlich. Weil ich auch mich noch gar nicht so richtig entschieden habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe auf jeden Fall wählen, das finde ich auch wichtig. Ja, natürlich. Und, hier gehen alle wählen. Ist hier jemand, der nicht wählen geht? Guck mal, kein Arm geht hoch. Doch da hinten. Spalter! Ich kann aber sagen, dass ich auf keinen Fall in die rechte Ecke wählen würde. Also AfD, CSU und so weiter, auf jeden Fall die Ecke nicht. Ist es dieses Jahr wirklich schwer? Ich finde ja, die gemeinste Frage, die man überhaupt nur zur nächsten Bundestagswahl stellen kann, lautet, willst du, dass Angela Merkel nochmal Kanzlerin wird oder möchtest du jemand anderen? Ich würde eigentlich gerne jemand anders sehen. Wen? Schulz. Ist der überhaupt Kanzlerkandidat? Noch ist nicht. Er nicht. Ah. Also dann. Gut, das wäre jetzt so das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich glaube, dass er der Einzige wäre von der SPD, der eine Chance hätte. Was würde der besser machen? Oh, das ist eine schwere Frage. Ich habe das Gefühl, dass er in seiner Art, wie er Meinungen vertritt, stärker ist als Frau Merkel. Sie ist vertritt für mich... Vertritt die Meinungen? Das ist es. Da sind wir beim Punkt. Ja. Ich empfinde sie als ein Fähnchen im Wind. Ich bin auch nicht da. Du hast mal gesagt, sie ist deine Kanzlerin geworden, als sie gesagt hat, wir schaffen das. Ja, sehr unangenehm war das. Und ich habe das nicht so empfunden damals. Vor allem, weil sie es danach relativ schnell auch wieder relativiert hat. Und es war wie so ein Fähnchen halt. Ja. Für mich war es so. Ich kann nur für mich sprechen. Mhm. Ja, und deswegen, das ist nicht so meins. Ich fände das besser, wenn sie da ein bisschen klarer wäre. Wenn es nicht Schulz wäre, wäre dir jeder andere auch egal? Also Merkel muss weg? Oh. Oder? Also das nein, ist ja so. Das ist jetzt gemein, nein. Das also Frau Merkel ist auch eine sympathische Frau. Du hast, glaube ich, mal gesagt, du würdest gerne mal mit ihr ein Bier trinken gehen. Das würde ich auch tun. Ich würde gerne mal mit ihr eine ganze Sendung aufnehmen. Ja, und ja gut, ne, ohne natürlich, Pressehansel klar. Ohne daneben. Ja. Also wir brauchen, glaube ich, nicht drüber reden, dass eine Petri keine Alternative ist. Und auch von der CSU würde ich keinen da sehen. Auf keinen Fall. Michi. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei euch. Nehmen wir uns vielen Dank. Kuchen mit. Und wir haben schon wieder Damenbesuch. Herrlich. Ne? Früher war das verboten. Da durfte man um die Uhrzeit schon keinen Damenbesuch mehr. Nein, Glück sind die Zeiten vorbei. Ja, wer bist du denn? Marie. Hallo Marie. Hi, hallo. Hast du was zu verkaufen oder die Welt zu verbessern? Cool. Was hast du die Welt zu verbessern durch etwas, das du zu verkaufen hast? Das glaube ich jetzt. Oh, vielleicht schon. Vielleicht hat hier jemand Gebrauch für eine formschöne Hose, die sehr luftig ist und passend zur Fishbowl, auch mit Fischmotiven. Mir passt die nicht. Also natürlich passt du da rein. Ja, ich dachte, ich war gerade so am Überlegen, aber dann war ja wieder dieses. Siehst du? Das ist eigentlich auch nur ein Scherz. Tobi, komm, kauf die Hose. Du hast so eine schöne Hose, Tobi. Und Tobi, falls die Hose nicht passt, ich hätte auch noch zwei Pick-up. Vielleicht. Du kannst sie rechts und links reinstecken, um das Ganze gleich nochmal auf die Hüfte drauf. Die Dinger, die kenne ich, die habe ich in Thailand. Hab ich die gesehen. Ja, das hat mich auch so ein bisschen daran erinnert. Da kosteten die so um die 100 Baht. Ich glaube, das waren damals 3 Mark. Ja, ich habe die sozusagen auch geschenkt bekommen aus so einem 0-Euro-Dings. 0-Euro-Dings? Ja, genau. Okay, so und für nur 1 Euro leben, würdest du sie weiter verschenken? Ich würde sie weiter verschenken für den Menschen, der mich am nettesten anlächelt. Oh, das geht. Na, komm. Kann das einer? Komm, Kinder. Da lächelt schon einer. Er ist der Beste, er das lächelt überhaupt. Das geht ja auch danach. Ich bin nachher sowieso noch an der Bar, da kommt das dann mit und dann könnt ihr ein Bier bestellen und
dieses das Höschen ist, das ist doch mal eine Ansage, oder? Da sitzt, setzt sich eine Blondine aufs Sofa und sagt, ich stehe nachher an der Bar, da könnt ihr mir ein Bier bestellen. Nein, die können bei mir ein Bier bestellen. Ich stehe hinter der Bar. Aber ist völlig in Ordnung, wenn du das so aufziehst. Also wo gibt es diesen 0-Euro-Laden? Den gibt's. Haben die auch Übergrößen? Ich habe das noch nicht verstanden. Ja, sogar sehr viele, ja, weil die gehen nicht so gut weg. Ja, also die gibt es also überall, vor allem auch in Berlin. Was ist das eigentlich für ein Laden? Das ist in Kiel, ist es die Glücksbox, so heißt das. Und da gibt man halt Sachen hin, die man nicht mehr braucht, die einem nicht mehr passen. Und dann kann man dafür andere Sachen wieder mitnehmen, was ja ganz intelligent ist, so wenn wir und ihr alle mit Konsum so ein bisschen zu viel haben. Ein Tauschsystem. Und da, genau, und da gibt man Sachen hin und das auch ohne große Anmeldung, wie Registrierung. Diese, wie diese Bücherkisten, also genau, diese Bücherschränke. Diese Giftboxen. Ne? Diese, ja, cool. Genau, das habe ich jetzt auch in Heide so ein bisschen initiiert. Da, du kommst aus Heide? Nein, ich arbeite da momentan. Wo ist denn Heide? Heide ist, bei, ist furchtbar. Ist das Heide bei Sprötze? Das nee, das ist nordwestlich von Hamburg. Ja, das ist so das letzte Kaff, aber da ist ein großes Klinikum und da bin ich momentan leider. Hm. Aha. Das klingt jetzt so, als würdest du da einsitzen müssen in diesem großen Klinikum. Ja, man muss einmal in einem peripheren Krankenhaus tätig sein. Das mache ich gerade. Ich bin Arzt im Praktikum oder praktisches Jahr, falls ihr das in kennt. In einem peripheren Krankenhaus? Ja, und das darf man dann nicht an einer großen Stadt machen, sondern muss man irgendwo auf dem Ländlein machen. Also peripher tatsächlich im Sinne von peripher. Am Arsch der Welt. Ja, und geil. Wie kann man da am besten hängen als Heide? Weil Heide, das ist wirklich am Arsch der Heide. Ja? Ja, absolut. Und was kommen da so für Fälle hin? Ist das denn auch so creepy irgendwie? Ich glaube, so die Leute werden da auch ganz genau also normal krank wie. Nee, auf dem Dorf sind alle. Ja, ja, die Füße sind noch etwas vergammelter als sonst so. Was? Ja, weil die Dithmarscher, die haben alle Diabetes, sind alle ein bisschen zu dick. Und dann werden die Füße alle könnte noch. Könnte den Berlinern natürlich nie passieren. Ich sollte jetzt nicht weiterreden, weil das könnte Leuten schlecht werden, aber ja. Nee, mach ruhig mal. Ja? Und denen faulen dann die Füße ab, ne? Ja, genau. Und dann spüren die auch nichts mehr und dann vergammeln die und die riechen dann immer ganz toll, wenn die aus Gummistiefeln rauskommen, wo sie die mindestens 5 Tage lang nicht gewechselt haben. Manchmal mit Maden, manchmal ohne. Das ist immer wie ein kleines Ü-Ei. Ja. Wie geht man, also so unser eins der jetzt kein Mediziner ist, oder möchte noch jemand Kuchen? Deshalb sage ich, ich sollte davon jetzt nicht erzählen. Ihr könnt mir natürlich auch gerne mal an Füßen knabbern statt Kuchen. Oh. Ah, nein, aber wie, also unser eins jetzt als Nicht-Mediziner ich geht halt hin. Und das ist nett, danke. Ich hätte einen Pickup. Danke, ich. als Nicht-Mediziner gehst du halt hin und denkst dir so deinen Teil und denkst dir so, ja, ich gehe. Wie gehst du damit um? Wie redest du mit den Leuten? Weil eigentlich musst du denen ja auch klar machen, pass mal, Alter. Entweder du machst das jetzt mal ordentlich oder dir fällt das Bein ab. Ja, genau. Und so macht man, also das kommt ein bisschen auf den Menschen an, der da steht. Und ja, wenn ich dann vor dem stehe, mit Kittel hat man ja auch sofort Autorität. Das ist ja lustig, ne? Kittel an, kenn ich. Zack. Ich habe Weißkittel-Hypertonie, habe ich. Ja. Soll ich mir mal einen Kittel anziehen? Was ist dabei? Könnte helfen. Nein, ich bin ja nicht dienstlich. Eine Ärztin auf der Bühne, das wäre doch mal toll. Das wäre mal super. Wir sollten immer eine Ärztin. Es dauert noch 6 Monate. Egal. Okay. So viel wie jetzt weißt du in deinem Leben nie wieder über Medizin. Das haben sie mir im Abitur auch erzählt. Ja, und weißt du noch, wie Kurvendiskussion geht? Warum? Siehst du? Brauche ich das? Kam beim Abitur. Wie heißen die Handwurzelknochen? Ja, eher ein Karneval, Mondenschein und drei. Was? So sind die ganzen Merksprüche. Ah, okay. Aber ich will ja auch nicht in die Unfallchirurgie, da braucht man das. Was willst du mal werden, wenn du groß bist? Ich glaube, ich wachse nicht mehr. Was willst du mal werden mit einer alten? Innere, richtig Art. Echt innere? Ja. So, oh yeah. Ja, irgendjemand muss sich um die ganzen kranken alten Menschen kümmern. Danke. Also jetzt vorab. Ja. Wieso vorab? Weil ich noch nicht krank genug bin. Weil du noch nicht alt genug bist? Nee, krank genug. Achso. Ja. Und du fragst mich, was mein Impuls und meine Motivation zum Abnehmen war? Und dann erzählt sie hier von Maden im Gummistiefeln. Also ich habe genug Motivation zum Abnehmen, ganz ehrlich. Nee. Übrigens, dein Auge war Motivation. War Motivation, ja, das ist richtig. Für mich übrigens. Für mich auch. Ja, du hast mir erzählt, dass dein Auge kaputt gegangen ist. Also mein Auge war Motivation, nicht abzuspecken, sondern mich zu bewegen, witzigerweise. Ja. Weil der Arzt ja gesagt hat, es ist scheißegal, wie fett sie sind, sehen sie zu, dass sie in Bewegung kommen. Ja. So, das war. Und Übergewicht hatte damit nichts zu tun? Sagte er, ja. Aha. Was ich ganz interessant finde. Frau Doktor? Ich bin weit entfernt von irgendeiner Diabetes. Von irgendeinem Diabetes. Ich habe dieses Jahr gelernt, das heißt der Diabetes. Ach echt? Das ist furchtbar, oder? Man kann auch die Diabeteskrankheit sagen oder, genau. Oder ganz einfach, ich habe Zucker. Ich habe Zucker. Übrigens, gibt von Woody Allen gibt es ein Theaterstück, einen Einakter, der heißt Gott. Da spielen zwei griechische Philosophen mit, Diabetes und Hepatitis. Super, oder? Sehr gut. Ja, und...
Am Ende ist Übergewicht natürlich eins der Dinge, woraus du einen Diabetes entwickelst entwickeln kannst. Ja, auch. Also sagen wir mal so, der Arzt hat dir völlig richtig geraten, erstmal Bewegung, ja, das ist am anzuringen. Ja. Und die Gewichtsreduktion, die kommt nachher automatisch, genau. Außer du hörst auf, dich zu bewegen, wie ich dieses Jahr getan habe. Oder du bewegst dich, aber frisst doppelt so viel, dann nimmt man auch nicht an. Ja, okay, das ist dann aber Bayer-Style. Das habe ich ausprobiert. Das Problem ist ja auch, die meisten Menschen wissen, was sie falsch machen. Das ist ja nun mehr so ein anderes Ding. Ja, sie wissen halt nicht, wie sie es wieder richtig hinkriegen. Ne? Ja, wissen tun sie es schon, die Umsetzung fehlt halt immer. Ja, wenn man ein rotes Tuch die ganze Zeit vor Augen trägt, deine Geschichte mit dem Auge, dann wird das schnell anders, das Denken. Genau. Ja, und als kleine Mikrokosmos, ich verbessere mal die Welt ein bisschen, ich schiebe zusätzliche Ambulanzdienste im Januar unbezahlt, weil wir da gerade ein sehr hohes Aufkommen von Flüchtlingen haben und die haben alle Probleme, da wächst nämlich gerne, die sind ja etwas behaarter vom Körpertypus her und das sind vor allem junge Männer, da wachsen immer diverse Haare an sehr unangenehmen Stellen ein. Furunkel. Genau, und man nennt das, wenn das hinten am Popo ist, noch ein bisschen anders, aber das ist auch nicht so schlimm. Sinus pilonidalis, wenn es richtig schlimm wird. Und wie nennt ihr das untereinander? Ich habe wieder einen... Arschpickel. Okay. Geh mal in die drei, da sitzt wieder ein Arschpickel. Ja, da darf man bitte auch nie zuhören. Nee, und das sind, sagen wir mal so, nicht die beliebtesten Fälle und die Assistenzärzte sind damit auch zum Teil dann, das sind einfach zu viele und dann kann man da auch aushelfen und das mache ich dann, damit die schneller behandelt werden, weil die sitzen halt sonst real gesehen 8 Stunden da und können auch nur so sitzen, weil das tut nämlich alles weh. Ich hatte mal so einen Furunkel am Arsch, das war... Das ist sehr unangenehm. Ey, ja, die haben auch immer große... Das war aber so ein Kavenzmann. Ja, und die müssen dann zum Teil auch operativ. Hoch oder breit? Nee, also wirklich, das war halt wirklich so ein Teil, das geht halt ziemlich tief rein. Ja. Ist halt wie ein Pickel, der nach innen geht. Ja. Und das war, also ich habe halt 7 Wochen gelegen. Damals, das war... Okay, so schlimm ist es bei denen nicht, aber die sind schon seit 3 Wochen, könnte ich mal richtig sitzen, dann fängt die Wirbelsäule an weh zu tun und dann nehmen sie die Antibiotika nicht und... Dann kam irgendwann der Arzt mit so einer Pulle, da war irgendwas drin, das hat er da drauf gespritzt und vereist und dann irgendwie mit einem Messerchen rein, das ist so, weißt du, kennst du Brain Freeze, wenn du Eis... Wenn du zu schnell zu viel Eis isst, dass dein Gehirn oder dein Kopf auf einmal wehtut. Und das hattest du am Arsch. Der Effekt, wenn der Schmerz nachlässt, das am Arsch. Ja, die gucken auch immer ganz erleichtert. Genau. So nett. Oder du musst doch die ganze Zeit schon pinkeln. Stell dir einfach vor, du könntest jetzt einfach... Echt nicht? Nee. Das ist vor lauter Nervosität. Ich hab was getrunken, ist wieder weg. Okay. Also, und du kümmerst dich um die Arschpickel in Heide. Das finde ich super. Ja, und unterstützt sie so ein bisschen nebst den Diensten, die man ihr und ihr schieben muss. Und und bringst Sachen ins 0-Euro-Kaufhaus. Ja, nee, das unterstütze ich auch sonst so ein bisschen. Da versucht man ja immer wieder so kleine, was man halt so macht, so Keksverkäufe und sowas alles, um damit die ein bisschen Geld reinkommt, weil die Leute, die da die ganzen Klamotten sortieren und so, die sind ja auch Menschen, die von irgendwas leben, essen und arbeiten müssen. Muss betrieben werden, ja. Genau, und um die so ein bisschen finanziell zu stützen, versucht man da halt schon jeden Monat oder alle 2 Wochen so kleine Tauschpartys zu machen mit Verköstigung, dass die Leute kommen und dann auch helfen wollen. Weil man kriegt ja Helfer nicht einfach immer nur so komplett kostenlos, weil wie auch hier werden die Leute gut verköstigt, werden sie lieb gehabt von allen. Möchtest du ein Stück Cheesecake? Nee, danke. Aber vielen Dank für deinen Beitrag und alles Gute. So, und da haben wir gleich noch eine junge Dame. Hallo. Den kennst du, oder? Herzlich willkommen zur Vrindt-Betriebsversammlung. Stimmt, wir haben nur noch 10 Minuten Zeit, habe ich gerade gesehen. Falls noch weitere Vrindt, ist der Chris Marquardt da? Chris Marquardt läuft hier irgendwo rum, aber vermutlich ist er jetzt nicht hier am Aufwand. Falls noch weitere Vrindt-Teilnehmer da sind, könnten wir hier eine Betriebsversammlung machen. Ja. Betriebsausflug. Wow. Hallo Thomas, das ist Thomas Brandt aus dem Politikunterricht. Genau. Warum klatscht ihr? Hast du was zu verkaufen? Du hast Glitzer im Bart. Das ist eine optische Täuschung. Ah ja. Die kommt woher? Da gab es jemanden im Sendezentrum, der hatte Glitzer im Gesicht und hat mich dazu gezwungen, mir Glitzer im Bart zu machen. Das ist Politikunterricht und kein Physikunterricht. Entschuldigung, ja. Es war eine nette junge Dame, die hat gesagt, ich brauche Glitzer im Bart, sei Ich hatte mal ein Glitzer-Tattoo, das war ein Totenschädel. Totenschopf. Totenschopf-Kopf. Das war noch, als du auf dem Motorhead warst, ne? Was? Motorhead? Ja, ne, oder? Nee, das war dieses Jahr auf dem RFG-Treffen in Portugal. Auf dem was-Treffen?
Retrospective Facilitators Gathering in Portugal. Da war Nachgelagerte Hausmeister? Ja. Genau, Facilities. Retrospective Facilities. Nein, ich hatte eigentlich noch so den Vorschlag fürs nächste Jahr. So. Na, bitte. Gesellschaftlich und persönlich. Man sollte entspannter werden. Ja. Also, wenn man 2016... Recht hat er! Wenn man 2016 was gesehen hat, dann insbesondere, wenn es nicht läuft, fallen dann so Sachen an, so Brexit, Trump, ja, dir fällt zum dritten Mal der Käsekuchen runter. Ja. Ach, ein Glück. Ja, entspannt bleiben. Weil was wir gesehen haben ist, wenn es nicht nach deinem Motto läuft und du bleibst unentspannt... Läuft es hinterher trotzdem nicht nach deinem Motto. Genau, und die anderen haben Gehässigkeit auf ihrer Seite und du wirkst wie ein Idiot. Ja. Wenn du da total entspannt und souverän sitzt, dann mach doch. Genau. Ja, und wie machst du das? Also was tust du, um entspannt zu bleiben? Oder zu werden, wenn du gerade schon auf 180 bist? Möchtest du derweil ein Stück Käsekuchen? Ja. Endlich. lass mich dir einschenken. Ihr könnt ja, genau. Thomas spricht, ich höre, und du machst. Was ich mache, meine Schulpsychologin, von der ich so Schulpsychologie-Zeug gelernt habe, hat immer gesagt, tritt mental einen Schritt zurück. Man sollte mental einen Schritt zurücktreten in seine eigene Vernunftwelt, so auf die Metaebene, und sich denken, was habe ich hier denn vor mir? Und die meiste Zeit ist es dann irgendwie lächerlich. Schaffst du das dann in der Situation oder machst du das dann nachträglich? Na, ich bin natürlich ein Profi, ich schaffe das in der Situation. Das heißt, ich schreie den Schüler nicht an. Ach. Ich sage nicht, du dumme Sau, sondern ich denke mir... Du gehst kurz raus und holst jemanden rein, der ihn anschreit. Genau. Nein, ich meine... Alexander Tetz, Jacqueline, kannst du mal bitte eben... Ist das der Junge? Also was halt hilft ist, sich die Frage zu stellen, bringt es mir was? Und in 95% der Fälle ist dann die Situation weg und du stellst fest, das bringt mir nichts. Und ich habe so privat festgestellt, jedes Mal, wenn ich mich über irgendwelche privaten Sachen aufgeregt habe und mir das nahegegangen ist und mir das im Endeffekt eine Woche versaut hätte, denke ich mir heutzutage, schaust du dir an, ja, ist doof. Ja, und dann weiter. Ja, das beeinflusst mich ja nicht. Ja, wenn jetzt irgendwie ein Schüler kommen würde und würde sagen, hier, Herr Brand, Ihr Unterricht ist scheiße, ja, müssen wir mal drüber reden, weil das ist ein Problem, mit dem muss ich mich beschäftigen. Ja, wenn irgendwo auf Twitter irgendwas passiert, das ist mir doch scheißegal eigentlich. Und wenn Donald Trump Präsident der USA wird, meine lieben Deutschen, die Welt in Deutschland geht nicht mit unter. Vollem Mund jetzt. Was? Ach Mann, das wäre so eine schöne Ansprache geworden. Wieso? Mir fehlt doch der Text. Aber du bist gerade so, ja, also, ne, wir in Deutschland, unser Problem ist die nächste Bundestagswahl. Das wurde hier schon oft genug gesagt. Geht einfach wählen. Und wenn die AfD 20% kommt, einen Tag später, guckt, macht nichts, Fernsehen an, die drehen da alle frei, ja, sondern entspannen, rausgehen, hier spazieren gehen, schönes Bierchen holen, hinsetzen und sich die Frage stellen, ob die Tatsache, dass die jetzt im Bundestag sitzen, für euch etwas bedeutet. Weil wenn die AfD mit 20% im Bundestag kommt, ja, werdet ihr feststellen, zwei Tage später ist eure Wohnung immer noch eure Wohnung, es brennen keine Mülltonnen vor der Tür, die Welt geht weiter, der Atomkrieg hat nicht angefangen, das Bier schmeckt immer noch, ihr habt immer noch euren Job. Außer ihr seid Mitarbeiter bei irgendeiner Partei, die dann die Büros räumen muss. Meine Wohnung brennt nicht, aber wenn wir mal gucken, dieses Jahr gab es 10-mal so viele rechtsradikal motivierte Brandanschläge auf Flüchtlingsheime. Ihr klatscht, das ist ja. Ja, aber da ist doch die Frage, hängt das. Das hängt damit zusammen, dass die AfD gewählt wird. Denn ich glaube ich tatsächlich, dass ein Großteil der Bevölkerung. Lange Zeit haben wir Deutschen uns dafür geschämt, was im Dritten Reich passiert ist. Halte ich für falsch, sich dafür zu schämen. Ich halte es für verdammt wichtig, dass wir uns alle dessen bewusst sind, was da passiert ist, damit wir alle gemeinsam die ganze Welt daraus lernen kann, wie es nicht wieder werden soll. Aber diejenigen, die sich immer gewünscht haben, dass es wieder so wird, die fühlen sich jetzt auf einmal im Recht, weil ja die AfD gewählt wird. Guck mal, die haben über 20% in wo auch immer, Brandenburg oder was, Osten. Und irgendwo im Osten, weit weg von hier. Osten, Entschuldigung. Im Osten. Und auf einmal denken sie, ja, jetzt darf ich ja Flüchtlingsheime anzünden. Nein, ich glaube nicht, dass der Aufstieg dieser Parteien die Berechtigung ist, sondern... Natürlich ist sie das nicht. Ja, nein, also nein, aber ist sie das nicht. Die Frage, die diskutiert ist, was ist der Treiber? Genau. Also die Korrelation, da stimme ich dir zu. Was aber die Kausalität ist, darüber müssten wir mal gesellschaftlich reden. Weil man muss sich ja die Frage stellen, warum haben wir denn jetzt diese Phänomene? Und jedes Mal, wenn ich mir das angucke, stelle ich fest, vielleicht hat das was mit sozialer Ungleichheit zu tun. Ja, und vielleicht neiden die Leute den anderen Leuten ihre angeblich kostenlos zur Verfügung gestellten Wohnungen. Und vielleicht entsteht da der Hass, weil so meine Existenz bedroht ist.
Irritiert ein bisschen, ne? Ist mir gestern auch schon passiert. Also ja. Man gewöhnt sich irgendwann dran, glaube ich. Nächstes Jahr. Also ich wäre mir da aber auch nicht so sicher, dass der Erfolg der AfD gleichzeitig, also was sie machen, ist, sie erweitern die Grenzen des Sagbaren. Das ist ganz eindeutig. Als Trump gewählt worden ist. Ich bin mir nicht sicher, ob sie die Grenzen des Machbaren auch erweitern oder ob das nicht ohnehin vorhanden ist. Angeblich. Ich weiß, ich bin natürlich irgendwie jetzt schon wieder seit einem Jahr nicht in den USA gewesen, aber angeblich ist es so, dass nachdem Trump gewählt worden ist, auf einmal Leute mit komischen weißen spitzen Hüten irgendwie wieder durch die USA gelaufen sind und mit brennenden Kreuzen irgendwie, was weiß ich, Mexikaner. Kann aber genauso gut sein, dass sie auch vorher schon Vielleicht haben sie es auch vorher schon gemacht. Haben die das vorher schon gemacht, nur jetzt haben sie Trump gerufen, sodass das für die... Ich glaube trotzdem, sie fühlen sich dadurch eher im Recht, das zu tun, weil sie... Die fühlen sich doch so oder so im Recht, das zu tun, sonst würden sie es ja nicht machen. Ich glaube, also bei der Trump-Sache, da hat man mal nachgeguckt, es gab da so Studien und dann wurde festgestellt, die Studien beziehen sich auf den Zeitraum vor der Wahl, also es gibt, glaube ich, aktuell gar nichts. Und ich würde Holger zustimmen. Der Unterschied ist jetzt, dass wir hingucken. Ja, wenn wir unentspannt hingucken, ja, das sind wir wieder bei meiner Entspannung, wenn wir unentspannt dorthin gucken, dann geben wir denen eine Legitimität, die wir ihnen nicht geben, wenn wir sagen, ja, gut, dann seid ihr halt jetzt da, willkommen, nehmt den Käsekuchen. Ja. wir finden euch nicht, okay, wir gehen jetzt mit euch in den Dialog, aber wir verteufeln euch nicht, weil das ist ja das Beste, was du eigentlich tun kannst. Ja. Und je stärker so diese Righteousness-Reaktion der liberalen Gesellschaft ist, desto bestätigter fühlen die Leute sich. Ich meine, ich weiß, dass, wenn du einen Bully hast, am besten kannst du den dadurch vom Bully-Sein wegkriegen, indem du ihn versuchst zu ignorieren oder ihn hinzunehmen. Ja? Ja, jetzt wird immer gesagt, dagegen muss ich mich wehren und das ist die zweite Möglichkeit, aber das Problem ist dann, irgendwann verlierst du auch den moralischen Highground und dann hast du so und so verloren. Ja? Also wenn wir gegen die ganze Zeit schreien, dann fühlen die sich bestätigt und haben das Recht, zurückzuschreien. Und schreien können die besser. Dazu kommt noch, also, glaube ich... Dazu kommt noch, dieses Phänomen, seit Trump gewählt wurde, gibt es da verstärkte Ausschreitungen. Wenn du dir anguckst, was du tun musst, um in die Medien zu kommen, also um eine Schlagzeile zu werden, dann ist das Beste, was du machen kannst, irgendein Verhalten, das du ohnehin zeigst, mit irgendetwas zu verbinden, das gerade neu ist und das gerade brennt. Von daher wäre ich echt vorsichtig, vor allen Dingen so kurz nach diesem Trump-Ereignis und auch so kurz nach diesem Brexit-Ereignis, anzunehmen, dass die Ereignisse eine stärkere Fremdenfeindlichkeit und einen stärkeren Rassismus oder eine stärkere Gewalt erzeugt haben. Also im Moment würde ich immer noch sagen, das war sowieso schon da. Und es ist für unsere Gehirne halt jetzt nur sehr einfach, das miteinander in Verbindung zu bringen, weil wir natürlich auch immer wieder nach einer Erklärung für irgendwelche Phänomene suchen. Das Problem ist, und da bin ich bei Thomas mit der Entspanntheit, das wird man sich in einem Jahr genauer angucken können, weil dann werden wir valide Zahlen haben, über die wir dann reden können. Ich bin da auch dann absolut, ist es im Zweifelsfall natürlich, Thomas, auch schon natürlich zu spät. Sollten wir uns nicht aufregen, vor allem nicht gekünstelt aufregen, so wie einige es tun, aber auch tatsächlich sollten wir nicht in Angst verfallen. Trotzdem würde ich dieses Phänomen, da werden jetzt irgendwie Leute gewählt, die wirklich gefährlich sind, das sollten wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also das, ich bin da zumindest mal besorgt. Ja, aber also als besorgter Bürger, ich. Ja, ja. aber das Problem ist halt, weißt du, als Demokrat musst du damit leben, dass die anderen dumme Wahlentscheidungen treffen. Selbstverständlich. Ja, und ich habe einen Kumpel, der sagt immer, man müsste noch einen Test vor der Wahl durchführen lassen. Nur wer irgendwie ansatzweise Gehirn nachweisen kann, der darf dann wählen. Genau, und kriegt Grundeinkommen. Ist natürlich so ein bisschen faschistoid, oder? Also so aus der Sozialkunde-Lehrerperspektive, wenn du den Einwirkungstest, den Menschen machen müssen, um deutscher Bürger zu werden, einer durchschnittlichen Klasse 16-jähriger Menschen in Deutschland vorgibst, verlieren die alle. Dann müsstest du danach sämtliche Personalausweise entwerten. Ja, ich weiß nicht, was ist denn das Kriterium? Ich glaube, wir können alle zusammen leben und ich finde es jetzt erstmal noch nicht kritisch, wenn die, wenn der rechte Rand halt irgendwie vertreten ist, dann wissen wir wenigstens, wo sie sind. Ja, das ist ja, ich meine, das ist ja dann da auch irgendwie so ein Vorteil, den können wir dann, ne, wir wissen jetzt wenigstens, wo sie sind. Wir haben diese rot-blauen Plakate, so. Du merkst, hier tritt gerade Unruhe auf, weil wir müssen langsam zum Ende kommen. Ja. Jetzt haben wir noch einen neuen Gast und ich habe ihm schon Kuchen gegeben. Dafür muss er halt damit auch noch er nicht so viel sprechen kann. Das ist geschickt. Wer bist du? Was willst du von uns? Erstmal bedanken wir uns bei Thomas, oder? Danke, Thomas. Danke, Thomas. Ja, ist auf. Ist in Ruhe auf. Genau, und unser letzter Gast auf der Bühne. Herzlich willkommen. Wie heißt du? Hallo, ich bin der Hannes. Hallo, Hannes. Ja, ich bin auch Antifa. Und deswegen würde ich auch allen raten, um das ein bisschen besser zu machen nächstes Jahr, einfach mal auf die Straße zu gehen. Also man muss nicht im schwarzen Block... Mit einem brennenden Bengalo. Man muss nicht im schwarzen Block dabei sein, aber zumindest Präsenz zeigen und sagen,
die Scheiße, was ihr macht, ist einfach nicht okay. Und man muss ja nicht irgendwie direkt eben vorne mit dabei sein, aber halt dabei sein. Wie kriegst du deine Gewaltfantasien in den Griff? Weil das ist, ganz ehrlich, wenn ich irgendwie so einen Nazi-Aufmarsch sehe, ich krieg so ein Rauschen in den Ohren und würde am liebsten auf die losgehen und tätlich werden. Wie kriegt man das in den Griff? Schwierige Frage, die möchte ich vielleicht jetzt nicht gar nicht so. Kommen wir zum Wetter. Aber Sport kann da helfen, auch Kampfsport. Ja. Ja, wenn man dann halt so weit ist, kann man es je nachdem halt auch einsetzen. Mhm. Also ich finde es immer schwierig, klar, Gewalt macht es nicht besser, aber irgendwie teilweise zu diskutieren, ich habe das schon oft versucht, im Reichsbürgern oder sowas zu diskutieren, aber man merkt sehr oft, es funktioniert nicht. Irgendwann kommt man an einen Punkt, die stimmen einem zu, bis zum bestimmten Grad und dann machen sie den Return und sagen, ja, aber dann Merkel ist doch eigentlich doch scheiße. Hast du schon mal ein Auto angezündet? Polizeiauto? Nein, tatsächlich noch nicht. Irgendwas? Nee? Kennst du jemanden, der ein Auto angezündet hat? Nein, ich werde nur gefragt, warum. Kennen Sie niemanden? Wissen Sie, wo er wohnt? Kann ich dann Ihr Interesse haben? Telefonnummer. Ja. Gut. Wetter? Was? Genau, das Wetter. Ich kram schon mal das Outro raus. Ah, ja, ich muss ja mit dem Wetter immer anfangen. Ja. Vielen Dank fürs Kommen. Jo, enjoy bitte. Your cake. Ja. Alterssichtigkeit ist das. Im Tagesverlauf setzt sich gebietsweise die Sonne durch. Im Nordosten und in der Mitte ganztägig trüb. Höchstwerte zwischen minus 1 und 6 Grad. Morgen am... Was ist denn morgen? 30. 30. Freitag. Ich wisse. Ja, schon Kongress, Freitag, Kongresszeit. Ja. Morgen. Vielerorts sonnig, sonst teils ganztägig Nebel bei 0 bis 8 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer. An Silvester in der Mitte und im Süden neblig trüb, sonst vielfach heiter. Das auch, passt auch zu Silvester, wenn man dann heiter ist, oder? 2 bis 8 Grad. Ja, da kam noch eine Rohrpost, glaube ich. Du musst das Kabel reinstecken. Das Auto funktioniert nicht. Doch, aber das irgendwas habe ich kaputt gemacht. Eine Rohrpost. Ja, guck doch mal, was in der Rohrpost ist, während ich das Internet repariere. Nix. Nix, auch gut. Ein komischer... Guck mal, tu mal Nase rein, atme mal richtig tief rein. Jetzt hat es sich aufgehängt. Ist defekt. Die Rohrpost ist defekt. Und ist es irgendwie so ein Pulver drin? Das Auto geht nicht. Ist es dieses Glitzer? Nee, das ist, glaube ich, dieses... Das ist eine optische Täuschung. Antrax. Wir haben Antrax zugeschickt bekommen. Danke. Ihr könnt euch ruhig noch ein bisschen darüber unterhalten. Tun wir uns noch auf den Cheesecake. Was ist denn der Antrax? Das funktioniert nicht, das... Also wer übrigens Glitzer will, das Glitzer gibt es hinten bei dem Podcast. Telefon hängt. Glitzerbärte sind in. Ich hab zu kurzen Bart, ich kann das glaube ich nicht das tragen. Das kann jeder tragen. Ich finde, ich kann das auch tragen. Ja. Ich hab in den Augenbrauen vielleicht bei dir, Holgi, das wäre ganz gut. Ich habe gerade, kennst du von Haftbefehl, Chabos wissen, wer der Babbo ist, das Originalvideo? Kennst du nicht? Hast du mich letzte Woche schon gefragt. Wo die am Anfang sitzen und irgendwie so total einen auf Gangster machen mit so geiler, mit total coole Kamerafahrten, also in so einem Restaurant, so total der Pate Kamerafahrten und sowas. Und irgendwann hört die der Pate Musik auf und der eine sagt, Walla, ich verstehe die scheiß Handy nix. Was dir jetzt aber hilft, ist wahrscheinlich eine Packung Fische mit Das ist Fan. Nett. Vielen Dank. Das ist übrigens das Outro. Ja? In bunt. Also in Warum zeigst du das jetzt als ASCII an? Ich weiß nicht, weil das ist... Das Weil es geht. Das ist so. Spiel's doch einfach ab. Ich kann nicht. Genau, lies mal vor. Jetzt da, Loading. Fragezeichen. Ich verstehe überhaupt nicht. Also im Zweifel lass mal einfach das Publikum das Outro singen. Walla, ich verstehe die scheiße Handy nix. Wollt ihr das Outro singen? Macht mal was. Also ich surfe jetzt im Internet. Du bist bestimmt auch Politik- und Musiklehrer, oder? nee, Musik kann man ja nur alleine studieren. Das ist ein sogenanntes Doppelfach. Das ist ein Einsamkeitsstudium. Ja, du wirst dann danach Musiklehrer und bist ein bisschen hinter so in der Hackordnung über dem Sportlehrer, aber definitiv unter Leuten, die ernst genommen werden. Mein Musiklehrer war gleichzeitig auch Sportlehrer. Das hilft übrigens auch gegen die Aggression. So richtig harter Grindcore, da kann man mal wieder richtig sauer aus. Ich hatte einen Sportlehrer, der war auch Kunstlehrer. Und gegenüber hat mein bester Freund gewohnt und dieser Lehrer hat immer ab mittags im Sommer lag der im Garten und hat sich gebräunt. Der hat nie was gemacht, Sport und Kunst. Ab das mittags erst. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.